Ist unsere Gesellschaft gewaltbereiter, gewalttätiger geworden? Man könnte es meinen, wenn man die vielen Berichte über Übergriffe auf Polizei und Rettungskräfte liest. Einsatzkräfte sind verbalen Beleidigungen und mitunter sogar körperlichen Angriffen ausgesetzt. Auch in unserer Region. Da stellen wir dann schon fest, dass gerade im Zusammenhang mit vermehrten oder übermäßigen Alkoholkonsum die Personen immer aggressiver werden und nicht bloß aggressiver gegen einen Widersacher oder gegen jemanden, mit dem er Streit hat, sondern dass man auch aggressiver wird gegen die Polizeibeamten oder auch die Sanitäter, die da vor Ort sind und vielleicht sogar helfen möchten. Je später der Abend, je mehr Alkohol geflossen ist, umso häufiger kommt es zu Gewaltdelikten, bei denen die Polizei einschreiten muss. Die stellt sich ja dadurch dar, dass auch die Körperverletzungen nach Mitternacht deutlich zunehmen und auch dann die gefährlichen Körperverletzungen zunehmen. Und dieses Phänomen schlägt sich in der letzten Zeit dann auch vermehrt beim Einsatz auf Polizeibeamte um. Dazu zählen auch massive Beleidigungen gegen Polizeibeamte, die sich immer mehr häufen. Gewalt kann auch sein, dass man Polizeibeamten massiv beleidigt, dass man bedroht. Aber auch wir haben schon Fälle gehabt, auch in der letzten Zeit, wo Polizeibeamte körperlich angegangen worden sind. Nachdem die Beleidigungen immer stärker zunehmen, hat sich die Pockinger Polizei entschlossen, massive Beleidigungen gegen die Beamten, gerade wegen deren Zunahme, nicht mehr als Bagatelle zu betrachten, sondern sie zur Anzeige zu bringen. Wir sind schon dazu übergegangen, oder die Kollegen gingen dazu über, dass wir auch unsere Toleranzschwelle abgesenkt haben oder absenken und dass wir auch eher dazu tendieren, uns nicht mehr alles gefallen zu lassen und auch Beleidigungen mittlerweile relativ konsequent zur Anzeige bringen. Zu gewalttätigen Übergriffen kommt es auch immer wieder gegen die Rettungskräfte des BRK. Im Kreisverband Passau hält sich dies aber in Grenzen. Heuer haben wir erst so zwei gehabt, da wo wir wirklich was machen müssen. Also es gibt wenige Sachen. Ein Kollege ist letztes Jahr zum Beispiel mit der Faust attackiert worden, ist dann ein paar Tage ausgefallen. Aber sonst haben wir, ja, sind wir eigentlich im recht guten Bereich. Bayernweit sieht es etwas anders aus. Hier ist eine deutliche Zunahme der Gewalt gegen die Rettungskräfte zu verzeichnen. Im Landkreis Rottal-Inn gab es in diesem Jahr bereits 3 gewalttätige Übergriffe. In ganz Bayern im ersten Halbjahr 2018 bereits 47 Übergriffe gegen die Rettungskräfte. Ganz viele Menschen haben da krankheitsbedingt jetzt eine Aggression, sei es jetzt alkoholbedingt oder sei es irgendeine andere Erkrankung. Und die spiegelt sich oder die lehmen sich halt dann an unsere Mitarbeiter aus. Aber das ist nichts, das wo jetzt aktuell neu aufgetreten wäre, sondern das ist selbst das, was wir schon immer haben. Starken Beleidigungen sind die Einsatzkräfte der Feuerwehren ausgesetzt. Vor allem jene, die Absperrungen bei Bränden, Unfällen oder auch Festen vornehmen müssen. Also wir spüren immer wieder von den ehrenamtlichen Feuerwehrkräften, die unterwegs sind, dass zu den verschiedenen Einsätzen immer wieder einmal von Bürgerinnen und Bürgern einfach irgendwo beschimpft werden, so richtig angegangen werden, einfach provoziert werden, warum sie jetzt da stehen, warum sie das machen, warum die Leute da nicht durchkommen. Das hat sich mittlerweile zu einer Situation entwickelt, wo viele sagen, ich stelle mich nicht mehr hin, mache keine Absperrung mehr, obwohl die eigentlich für die Bürgerinnen und Bürger da sind. Bei Unfällen herrscht noch einigermaßen eine Einsicht. Schwieriger wird es für die Feuerwehrkräfte, wenn sie örtliche Veranstaltungen absichern müssen. Ja, wir haben direkte Konfliktsituationen gehabt, auch bei Radtotal. Muss man ganz offen sagen. Da verstehen Leute überhaupt nicht, warum ich jetzt die B388 nicht befahren darf, obwohl es eigentlich über die Medien lange genug bekannt ist, dass diese Straße genau an diesem Tag zu diesen Stunden gesperrt ist. Es wird nicht leichter für die Einsatzkräfte von Polizei, Feuerwehr, BRK, Maltesern und THW. Vielfach fehlen das Verständnis und die Einsicht, dass sich freiwillige Helfer für andere, die in Not sind, einsetzen. Mehr Toleranz und Anerkennung hätten sie für ihren Einsatz verdient.